Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Wir haben immer noch Januar, heute ist der 31.01.2023. Keine Zeit eigentlich für Bienenflug, keine Zeit. Wir haben 4,2 Grad Außentemperatur und es ist manchmal wie verrückt, ich zeig's euch mal. Bei manchen Völkern herrscht Totentanz, bei anderen Völkern wiederum ist ein bisschen Leben. Dann haben wir wieder Totentanz. Dann haben wir wieder ein bisschen Leben. Und dann gibt es Völker, die völlig am Rad drehen. Bevor jetzt jemand sagt, ja, da scheint ja auch die Sonne aufs Flugloch. Ich muss sagen, bei denen hier scheint auch die Sonne aufs Flugloch und ist nichts los. Also an dem kann es nicht liegen. Da fragt man sich, läuft da irgendwas schief bei dem Volk? Ist da irgendwas nicht in Ordnung? Kein Polleneintrag. Sieht auch nicht nach Wasserholerinnen aus, weil es sind keine schweren Bienen, die zurückkommen. Die fliegen einfach nur. Aber da macht man sich halt dann schon Gedanken. Wiegt man halt auch mal. Oder schaut man zumindest, was ungefähr das Gewicht ausmacht. Gewicht ist gut. Gewicht ist gut. Windel wurde gestern kontrolliert, waren 0 Varonen drauf. Man sieht also auf der Windel, dass da 5 Wabengassen von vorne bis hinten belegt sind und bedient werden. Das heißt, es sind gute 10.000 Bienen im Volk. Immer noch 0 Varonen, also und Gemüll, ganz normal. Für die Jahreszeit jetzt zumindest. Gut, kann man noch näher nachschauen. Ich habe Gott sei Dank diese Sichtdeckel. Ah, die haben, ich hatte denen mal Futter reingegeben. Da ist also immer noch Futter drin hier, Flüssigfutter. Ah, jetzt kann man noch hier oben reinschauen. Also hier sehe ich jetzt keine Feuchtigkeit an der Scheibe oder nur ganz wenig, ganz leicht beschlagen. Naja. Hier sitzt ein halbtotes Bienchen oben drauf. Die kann raus. Kann man sich fragen, ist mit dem Volk irgendwie, also das vom Flüssigfutter, was sie nicht abgenommen haben, das zeigt eigentlich, dass sie es nicht brauchen. Nehmen wir es mal weg. Auch raus. Also hier ist jetzt nichts Auffälliges. Die sind noch nicht oben. Hier ist Futter. Das sind Futterwaben. Ah, jetzt habe ich keinen Stockmeißel. Hier sind Futterwaben. Kann man das trennen? Nee. Das ist genug Gewicht. Jetzt könnte man natürlich vielleicht noch vermuten, dass mit der Königin was nicht stimmt. Jetzt mal ganz ehrlich. Wäre das jetzt wichtig, am 31. Januar in Erfahrung zu bringen, ob mit der Königin etwas nicht stimmt? Nein. Gibt genug Gründe dafür. Gehen wir mal davon aus, mit der Königin stimmt was nicht. Königin ist verlustig gegangen. Die haben spät im Jahr noch umgeweißelt. Königin ist nicht begattet. Was auch immer. Wenn keine Königin da ist, was passiert? Einige Drohnenmütterchen oder Ammenmütterchen entwickeln sich und legen Drohnenbrut. Ist das schlimm? Nein. Dann hat man schon früh im Jahr Drohnen. Ausgereifte Drohnen. Drohnen brauchen 4 Wochen, bis sie geschlechtsreif sind. Also sind sehr früh im Jahr sind schon geschlechtsreife Drohnen da.
falls man Königinzucht betreiben möchte vor ihm, ja. Okay, also spielt keine Rolle. Was passiert mit den Bienen? Naja, das sind langlebige Bienen. Das heißt also, die halten aus bis im März, halten sie es aus. Aber dann geht das Volk natürlich Bach ab. Ist eine unbegattete Königin vorhanden? Vielleicht? Na, Bienchen? Ist eine unbegattete Königin vorhanden, die dann irgendwann auch nur Drohnenbrut erzeugt? Es gibt also auch nur Drohnen. Ist das schlimm? Nein. Die macht halt nur Drohnen. Die Bienen halten auch aus bis im März und gehen dann über die Wupper, weil dann ist die Lebenszeit so ziemlich zu Ende. Es kommen nur Drohnen nach, aber hier auch wieder, im zeitigen Frühjahr gibt es jede Menge Drohnen, falls man die braucht für die Königinzucht. Die Königin hält zumindest das Volk armen Mütterchen frei. Also auch hier ist es nicht wichtig zu erfahren, ob das Volk jetzt drohnenbrütig ist. Selbst wenn man das sehen würde, dass es drohnenbrütig ist, was gibt es dann zu tun, wenn man jetzt sieht, dass ein Volk drohnenbrütig ist? Was gibt es dann zu tun? Nichts, gar nichts, sein lassen. Es gibt natürlich Leute, haben wir auch gesehen in einem Video von einem Imker oder von einer Imkerin, spielt da keine Rolle, die ist hingegangen, hat gesehen, sie hat ein drohnenbrütiges Volk jetzt im Winter. Dann schwefelt die das Volk ab. Wie dumm muss man sein, ein Volk abzuschwefeln, nur weil es drohnenbrütig ist? Wie dumm muss man denn sein? Das sind gesunde Bienen, das sind lebensfähige Bienen, zumindest wenn die Varroa-Behandlung gut gemacht wurde, warum man aber auch ein bisschen zweifeln darf. Aber das sind gesunde, lebensfähige Bienen. Warum werden die abgeschwefelt? Aus welchem Grund? Es ist manchmal nicht nachzuvollziehen, warum manche Imker oder Imkerinnen so dumme Entscheidungen treffen. Weil ein Volk, was jetzt drohnenbrütig ist, oder aber eine Königin, die nur Drohneneier legen kann, weil sie nicht begattet ist, das lässt man in Ruhe. Im zeitigen Frühjahr kann man dann immer noch eine neue Königin zusetzen, oder aber, wenn die Temperaturen dann es zulassen, wenn man es möchte, kann man das Volk dann abschlagen, damit sich die Bienen wieder einfliegen in andere Völker. In andere Völker, das geht. Um diese Jahreszeit geht es natürlich nicht, es ist zu kalt. Da haben die Bienen keine Chance, die bleiben dann sitzen, verkühlen, verklammen und sterben. Aber da warten wir dann bis im März. Anfang März ist es wohl auch schon wieder gut, ist auch schon wieder schön warm. Da kann man es immer noch machen. Also an Drohnenbrüter dann Anfang März abschlagen. Wenn wir im Februar schöne Tage kriegen mit 20, 25 Grad, ist ja keine Seltenheit. Auch da kann man es machen, selbstverständlich. Also wenn es ein Drohnenbrüter ist, wenn es nur eine unbegattete Königin ist, dann einfach noch sein lassen, bis man eine neue Königin hat, bis man die rausnehmen kann und die neue Königin reinsetzen kann. Fertig. Man braucht kein Volk abzuschwefeln, nur weil man sieht, dass jetzt in dem Volk hauptsächlich Drohnen vorhanden sind oder Drohnengelege. Das ist völliger Unsinn, völliger Nonsens, völliger Schwachsinn. Deswegen jetzt reinzuschauen in ein Volk und rauszufinden, ob die Königin, was auch immer, oder ob das Volk, wie auch immer, zustande gekommen ist, spielt keine Rolle, ist egal. Jetzt ist nur wichtig, lebt das Volk? Punkt 1. Punkt 2, hat es genug Futter? Die zwei Dinge sind wichtig. Weil der Punkt 3, der wichtig ist für die Überwinterung, wurde die Varroa-Behandlung gut gemacht, sind also wenige Varroen drin, das ist jetzt zu spät. Dafür ist es jetzt zu spät. Aber die zwei Punkte, lebt das Volk, und es lebt definitiv das Volk hier. Punkt 1, Punkt 2. So. Punkt 2, ist genug Futter drin. Genug Futter ist auch drin, also bei dem Volk ist alles gut. Da mache ich gar nichts mit dem Volk. Außer das Wetter wird sehr schön. Aber das ist nicht jetzt im Januar, ist es nicht. Frühestens im Februar. Vielleicht hat euch das kleine Video gefallen. Vielleicht macht euch das kleine Video nachdenklich. Dann ist es aber auch gut. Da habe ich mein Ziel erreicht. Das sehen wir uns vielleicht auch im nächsten Bienenvideo.